Herr Vizeminister, Exzellenzen, liebe Kollegen, liebe Freunde. Manchmal können Zahlen verheerend wirken. Alle 4 Minuten wird in Deutschland eine Frau von ihrem Mann oder Partner oder ehemaligen Partner angegriffen. Jede Sekunde ist es auf der ganzen Welt so, dass eine Frau angegriffen wird. Jetzt und jetzt und jetzt, jede Sekunde. Es geht aber nicht nur um Zahlen, es geht um Menschen. 8 pro Sekunde. Das ist keine bloße Zahl, sondern stets finden wir dahinter eine Mutter, eine Tochter oder eine Schwester. Das kann jeder sein. Es könnte sie sein, es könnte ich sein. In diesem Rat sind wir aus allen Regionen der Welt zusammengekommen. Aber niemand von uns, kein Land auf dem Planeten, hat es geschafft, diese geschlechtsbezogene Gewalt auszurotten. Wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir alle erst einmal zu Hause anfangen. Der brasilianische Kollege hat mit Recht auf diese Menschenrechtsaspekte hingewiesen. Deutschland hat gerade eine Menschenrechtsbilanz für Sie alle vorgelegt, entsprechend der regelmäßigen Prüfung. Wir haben über 300 Empfehlungen von Ihnen erhalten und da geht es um entscheidende Fragen wie den Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland, die deutlich ist, und die Zahl der Frauenhäuser bei uns. Das sind Empfehlungen, die wir sehr ernst nehmen. Ich bin für diese Empfehlungen auch dankbar, denn das hilft uns, unsere eigene Menschenrechtslage zu verbessern. Und manchmal ist es auch hilfreich, wenn der Blick von außen auf uns gerichtet wird, damit wir etwas hinzulernen können. Wir nehmen diese Empfehlungen also an und wir wissen, dass Menschenrechte etwas sind, um das wir uns kümmern müssen. Das ist nichts aus dem Westen oder dem Osten, dem Süden oder dem Norden. Menschenrechte sind individuell. Menschenrechte sind universell. Hier in Genf, bei mir in der Hauptstadt Berlin, ebenso wie in Tel Aviv oder in Rafah gilt das. Bei dem rücksichtslosen Angriff auf Israel am 7. Oktober hat die Hamas israelische Männer, Frauen und Kinder getötet und verstümmelt, auch Babys. Die Hamas hat gezielt israelische Frauen und Mädchen sich vorgenommen, mit sexueller Gewalt als Waffe. Wie jedes andere Land der Welt hat Israel das Recht auf Selbstverteidigung. Wie jedes andere Land der Welt muss Israel dabei im Rahmen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte bleiben. Die israelische Regierung muss sich an die Anweisung des Internationalen Strafgerichtshofs vom letzten Datum halten. Und es müssen von der Hamas auch alle Geiseln freigelassen werden. Palästinenser dürfen auch nicht als Schutzschilde missbraucht werden. Die Menschenrechtslage in Gaza ist ganz einfach katastrophal zu nennen. Mütter wie wir, wie ich zum Beispiel, müssen vor den Kämpfen davonlaufen, ziehen ihre schreienden Kinder hinter sich her, in Panik, in Verzweiflung. Häufig sehen wir, wie Kinder durch die Ruinen ihres Hauses streifen, hungrig, allein. Manchmal denke ich, das könnten meine Töchter sein. Wir arbeiten deshalb mit vielen Freunden in humanitären Fragen nonstop an einem humanitären Waffenstillstand. Zivilisten müssen geschützt werden. Mehr Hilfe muss durchgelassen werden zu den Menschen in Gaza. Das habe ich auch unseren israelischen Partnern bei meinem 5. Besuch in der Region im Oktober gesagt. Ich habe das vor wenigen Tagen wiederholt.
Es ist einfach so, dass Menschenrechte universell sind. Ein Leben ist ein Leben. In Tel Aviv, ebenso in Rafah. Auch in einer russischen Strafkolonie und den Namen Polarwolf bekannt. Alexei Nawalny starb vor einigen Tagen durch Einwirkung des russischen Regimes vor den Augen der Welt. Niemand kann einem Volk Rechte auf alle Zeit vorbehalten. Nicht in Russland, nicht in Teheran. Und ich möchte es ganz klar sagen, gegenüber denjenigen, die behaupten, wenn man von Verletzungen spreche, sei das eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Menschenrechte sind nicht aus dem Westen, dem Osten, dem Süden oder dem Norden. Menschenrechte sind universell, weltumspannend. Sie richten sich nicht nach der Kompassnadel. Sie sind unteilbar. Margot Friedländer, eine 102-jährige Holocaust-Überlebende, hat es vor kurzem so gesagt, ich zitiere: Es gibt kein christliches Blut, jüdisches Blut, islamisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Menschliches Blut von Lebewesen, von menschlichen Wesen. Es geht dabei nicht um Zahlen. 8 Frauen pro Sekunde. Immer wieder sind das Mütter, Töchter, Schwestern. Immer sind das Menschen wie wir. Niemand von diesen Frauen möchte gefoltert werden. Niemand will vergewaltigt werden. Niemand von uns will verhaftet werden, weil man unser Haar in der Öffentlichkeit sehen kann. Keine Frau will das und wohl auch kein Mann. Im September letzten Jahres aber ging man im Iran gegen Amira vor. Eine junge Frau, die brutal behandelt wurde, weil sie ihr Hijab nicht trug. Nicht richtig jedenfalls. Sie starb nach einer Woche im Koma. Es ging dann auch um Zeynep, eine Schülerin. Sie wurde verhaftet, als sie mit ihren Freundinnen protestierte und sie wurde vergewaltigt. Ein Schulmädchen wie meine Tochter, wie ihre Tochter. Das sind nur zwei Menschenleben als Beispiele. Aber es gibt Tausende, die leiden, ohne dass wir es genau wüssten. Im Herbst 2022 begannen tapfere Frauen und Männer im Iran ihre Bewegung. Tausende gingen in die Straßen. Tausende wurden verhaftet. Die Fact-Finding-Mission, die dieser Rat durchgeführt hat, die Ermittlungsaufgabe also, jetzt hört der Dolmetscher leider die spanische Übersetzung, das ist ein Schaltfehler, das ist die portugiesische Übersetzung, mit der der Dolmetscher nichts anfangen kann. Bitte Ton korrigieren. Es ist einfach so, einfach formuliert, ich glaube, das ist das eigentliche Ziel unserer Anwesenheit hier. Das ist der eigentliche Sinn dieses Menschenrechtsrates für die Völkergemeinschaft. Für uns kommt es darauf an, zu zeigen, dass ein Menschenleben eben ein Menschenleben ist. Ob nun im Iran, bei einer Frau in Russland, bei einer Frau in Palästina. Alles Menschenleben, auch in Israel, bei einer Israelin oder bei einer Chinesin. Jeweils ein Menschenleben, auch im Südsudan, überall. In Deutschland ist auch das Leben einer Frau ein Menschenleben. Die Menschenrechte sind ganz einfach universell, überall auf der Welt. Danke.